Der größte Vorteil der Brachytherapie besteht darin, dass das gesunde Gewebe sehr gut geschont werden kann. Die Brachy ist eine Form der Strahlentherapie, eigentlich die Urform der Strahlentherapie. Und Brachy kommt von kurz, das heißt, man bringt die Strahlentherapie, die radioaktive Quelle, direkt an den Ort, wo man bestrahlen möchte, nicht von außen. Die Brachytherapie kann man in der kurativen, in der palliativen Situation einsetzen. In der kurativen zum Beispiel beim Brustkrebs, wo man im OP schon das Tumorbett bestrahlt. Man kann es bei gynäkologischen Tumoren durchführen, beim Endometriumkarzinom postoperativ oder beim Gebärmutterhalskarzinom postoperativ oder aber auch in der definitiven Situation. Man kann in der palliativen Situation zum Beispiel Brachytherapie einsetzen, um Blutungen zu stillen, um eine Exulzeration vorzubeugen. Wir in unserem Institut führen die Brachytherapie durch im Rahmen der intraoperativen Strahlentherapie zum Beispiel. Und wir haben schwerpunktmäßig auch die gynäkologischen Tumoren in unserem Portfolio. Der größte Vorteil der Brachytherapie ist, weil wir sie dort einsetzen, wo quasi das Tumorgewebe ist. Man muss nicht von außen durch den Körper durch, sondern direkt in die Höhle, in die Körperhöhle oder direkt ins Gewebe, wie zum Beispiel beim Prostatakarzinom oder direkt in das Tumorbett, wie in der intraoperativen Strahlentherapie. Und der Vorteil ist von der Brachytherapie außerdem, dass man quasi die Strahlung nur wenig Reichweite hat. Das heißt, Normalgewebe wird kaum beeinträchtigt und kann gut geschont werden.